Aus dem Mittelalter in die Gründerzeit. Dina! 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 Sehr wohl. So ist es eben in einem gutbürgerlichen Haushalt in der Gründerzeit. Man brauchte damals Personal. Man brauchte nicht nur die Dienstmädchen, sondern auch Dienstknabe, wie in Ihrem Falle. Danke für den Knaben. Bitte das Nachtgeschirr. Aber warum heißt diese Gründerzeit eigentlich Gründerzeit? Ja, es ist das Jahr 1871 und damit die Reichsgründung. Das Deutsche Reich wird gegründet. Und damit kann man Reparationsleistungen von Frankreich nach Deutschland. Die Wirtschaft boomt, große Firmen werden ansässig und Aktiengesellschaften entwickeln sich. Der Laden läuft. Das ist ja mal ein Stück für den ausgefallenen Geschmack, ha? Ja, es sind nicht nur prächtige Möbel, sondern sie sind auch sehr funktional hergestellt. Darf ich Platz nehmen? Und nehmen Sie an diesem Schreibtisch Platz. So, wo ist hier, die Funktionalität versteckt? Ja, hier können Sie die mittlere Platte nach vorne ziehen. Hier? Einfach ja, ziehen? Einfach ziehen. Ach, und jetzt hat man jede Menge Platz und Licht und Freiheit zu arbeiten. Genau. Und Sie wischen jetzt hier Staub. Na gut. Oje. Nötig hat's die Hütte. Und was soll das jetzt Tolles sein? Ah, ich sehe schon. Dankeschön. System Luftpumpe. Na, jetzt bin ich gespannt, was die Gründerzeitpumpe drauf hat. Wow. Funktioniert echt gut, aber ist irgendwo auch eine blödsinnige Erfindung. Denn eigentlich verteilt man damit den Staub nur im ganzen Raum. Ach ja, das Butler-Kostüm hat mir schon auch gefallen, aber ich dachte mir, ich wechsle mal die Seiten. Ist auch viel angenehmer, zur Herrschaft zu gehören, als zum Personal. Hier ist gerade ein Kaffeekränzchen im Gange. Hallo, die Damen. Ja, die bessere Gesellschaft trifft sich. Man nimmt ein Tässchen Kaffee. Es gibt was Leckeres, Süßes dazu. Hallo. Hallo. Und was gibt's bitte schön zu feiern? Heute feiern wir eine Sensation aus England, einen neuen Trend. Und zwar den Vakuumcleaner. Den Vakuumcleaner. Na, da bin ich ja mal gespannt. Auch der Engländer Hubert Cecil Booth kennt die berüchtigten Staubspritzen. Auch er wundert sich über diesen Unfug. Der Ingenieur zieht sich also in seine Werkstatt zurück. 1901 lässt er sich dann seine bahnbrechende Erfindung patentieren. Saugen statt pusten. 100 Meter lange Schläuche führen nach unten zu einer gigantischen Saugpumpe. Ein Benzinmotor treibt sie an, 2 PS. Heute in unserer Zeit bestellt sich mancher einen Fensterputzer. Damals mietete man sich die Männer mit dem Staubsauger. Es geht, es geht! Ja, Sie können ruhig krümeln, was das Zeug hält. Das Ding funktioniert nämlich wirklich. 2 PS reichen schon aus, um auch dickere Krümel wegzusaugen. Und jetzt kommt der Knüller. Der Staubsaugervertreter der vorletzten Jahrhundertwende hat wirklich an alles gedacht. Zum Beispiel hier an ein Glasrohr. Klappern gehört auch damals schon zum Geschäft. Die Damen sollten ja sehen, dass das Ding auch wirklich was wegsaugt. Gab es diese Vorführungen wirklich jetzt mal allen Ernstes? Kann nicht wahr sein. Doch, diese Vorführungen gab es, aber diese Staubsauger haben sich nicht durchgesetzt. Schade. Aber jetzt haben Sie noch einen Termin in der Küche. Bitte. Schon klar, das kann nur eins bedeuten. Zurück zum Gesinde. Meine Küchenverabredung. Schönen guten Tag. Verabredung zum Kartoffelschälen, ich sehe schon. Dann geben Sie mal her, die guten Stücke. So, und wie soll das jetzt hier laufen? Ja, auch in der Küche veränderte sich in der Gründerzeit sehr, sehr viel. Das sieht man. Es sind die kleinen Erfindungen, die das Leben leichter machen. Wie zum Beispiel dieses Gerät.
Der Eisschrank ist eine der ganz großen Erfindungen der Gründerzeit. Betrieben mit geliefertem Stangeneis. Zweckmäßigkeit und Funktionalität. Es gibt einen wahren Boom an kleinen Helferlein. Die Liste der Innovationen reicht bis hin zur Kaffeetasse. Wenn deine Tasse war zu klein, wird diese wohl die richtige sein. Naja gut, große Tassen gibt es heutzutage auch. Aber wozu bitteschön hatten die in der Gründerzeit diesen Steg in dieser Tasse? Hä? Na ganz einfach. Mann ging damals nicht oben ohne, Mann trug Kaiserbart. Und damit dieser wundervolle Männerbart nicht vollgeschlabbert wurde beim Trinken, gab es eben besagten Steg. Schauen Sie mal. Mit Bartauflage ist das Leben leicht. Genug jetzt mit Küche. Mit oder ohne Bart, lieber genießen wie die vornehmen Herrschaften. Dieses musikalische Gerät hier steht ja für die Gründerzeit wie kein anderes. Im Jahr 1887 war's, da hat ein gewisser Emil Berliner das Grammophon erfunden. Der war übrigens gar kein Berliner, sondern Hannoveraner, der Gute. Ja, ja, das war schon eine gute Zeit, die Gründerzeit. Vorausgesetzt, man gehörte zu den Gutbürgerlichen. So, Gnefrau, jetzt wollen wir mal ein Tänzchen wagen.